Wir glauben an den Klimawandel. Glauben, weil wir es nicht wissen, aber Politik und Wissenschaft haben uns so lange gesagt, dass es wärmer wird. Nun muss es so sein. Es ist ein Dogma, das heißt, was uns an Wissen fehlt, wird durch gläubige Gewissheit wettgemacht. Der Glaube an den Klimawandel bringt uns Aug in Aug mit einer absehbaren Katastrophe. Das heißt, wir können wieder religiös empfinden, ohne an einen Gott glauben zu müssen. Das ist offenbar für eine atheistische Gesellschaft wie die unsere ein fast unwiderstehliches Glaubensangebot. Die christliche Religion war uns zu anstrengend geworden. Wir wollen ja an etwas glauben. Und bevor wir an gar nichts glauben, glauben wir an den Weltuntergang. Unser Gott ist nicht mehr Gottvater, sondern Mutter Erde. Und wir sind ihr Untertan. So steht es in der Bibel der Klimareligion, dem Kyoto-Protokoll. Ihr erstes Gebot lautet, es soll nicht 2 Grad wärmer werden. Seitdem sind alle biblischen Plagen Umweltplagen. Mit der Ikone der Klimaerwärmung. Einer Grafik, die die Erwärmung der letzten 100 Jahre so schön zeigt. Doch dann kam raus, dass die Jünger vom Climate Research Unit, dem bedeutendsten Klimainstitut der Welt, dafür Daten manipulierten, abweichende Daten unterdrückten, Kollegen, die widersprachen, mobbten, als Heretiker brandmarkten. Die Wissenschaft beging den Sündenfall, verlor ihre methodische Unschuld, denn sie stand unter dem Druck der Politik. Selten waren wir in den letzten Jahrzehnten weiter entfernt von Liberalität und einer Art Massenaufklärung als heute. Ganz im Gegenteil, wir sind wieder in die Hände von Propheten geraten. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Der Weltklimarat spricht deutlich wie nie. Der Klimawandel ist lebensbedrohlich. Für jeden Menschen in jedem Winkel der Erde. Der Klimawandel ist menschengemacht und wir Menschen können noch etwas ändern. Es brennt, es schmilzt. Menschen sterben durch Hitze, Dürre und Flut, auch in Deutschland.